Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet mit Julian Schlichting. Ja, herzlich willkommen. Hier ist der Sprechplanet heute am 30. September 2017. Die neue Saison hat heute hiermit angefangen. Die Herbstfolgen vom Sprechplanet starten quasi jetzt in diesen Tagen. Und heute als erstes haben wir einen ganz tollen Gast, den sich viele von euch gewünscht haben. Der Synchronsprecher Dominik Auer wird hier gleich bei mir zu hören sein. Viele, viele haben sich ein Interview mit ihm hier erhofft beim Sprechplanet und er hat zugesagt und ist ein ganz toller Gast für die erste Folge. Das Gespräch wurde vorgestern Abend aufgezeichnet und wir haben natürlich über seine Karriere gesprochen, aber auch über die Synchronbranche und die Arbeitsbedingungen im Allgemeinen, vor allem aber auch über Wertschätzung und darüber, wie schwer es manchmal ist, aufgrund äußerer Einflüsse die eigene Qualität, die man sich vorstellt, einzuhalten und abzuliefern. Ganz interessantes Interview, zumindest fand ich es relativ spannend. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Viel Spaß. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Und jetzt freuen wir uns sehr über Dominik Auer, der auf wirklich vielfachen Hörerwunsch heute bei uns am Telefon ist. Herzlich willkommen. Willkommen, guten Abend, hallo. In deinem Artikel bei Wikipedia steht richtig schön aufgereiht Synchronsprecher, Dialogregisseur und Dialogbuchautor. Hätte sich das Dominik Auer mit 5 oder 10 Jahren früher auch schon gewünscht oder war das noch eine andere Perspektive, die du so ursprünglich vorhattest? Ja, das wäre schön gewesen, wenn man so früh weiß, was man machen will. Nee, war alles mehr oder weniger Zufall, hat sich so ergeben, relativ früh. Bei mir kann ich sogar sagen, also mit 10 bin ich da mehr oder weniger reingerutscht in Synchron als Kind. Und das war so eine Zeit, 84, 85, da kamen diese ganzen tschechischen und polnischen Märchenfilme nach Deutschland. Und es gab für diese Menge an zu synchronisierenden Filmen oder Serien sehr wenig Kinder. Und die Firmen sind dann alle rumgelaufen wie die verrückten Hennen und haben eben überall gesucht, unter jedem Stein quasi, überall in den Schulen. Und da war ich eben auch drunter und bin dann da hingelaufen und das schien ganz gut gelaufen zu sein. Und 3 Wochen später kam der erste Anruf für eine Hauptrolle und dann ging's los. Also bist du gar nicht so wie andere, die so ganz früh mit Synchron anfangen, so über die Eltern irgendwie reingerutscht, sondern es war auch für die Familie, für dich so ein völlig neues Gewerk sozusagen, was der Kleine da ranholt. Komplett, ja. Also meine Familie hatte damit überhaupt gar nichts am Hut. Mein Papa ist Kaufmann gewesen, Textilkaufmann und die Mama ein bisschen Architektin hier und viel mit Hausbau und sowas zu tun hatte. Und wir hatten damit, bis auf die Freundin von der Mama, mit den Medien gar nichts zu tun. Das war alles Neuland. Ja, wie war das dann für dich? Und wie hast du das geschafft, da so darauf aufzubauen? Hat sich dadurch so, sagen wir mal, so stufenweise dann der Weg auch geebnet, dass es da auch für dich keine Alternative gab, dass man da so als Kind reingerutscht ist? Ich habe auch schon ganz oft gehört, wenn man das als Kind wirklich aufsaugt, dann kann man da auch nicht mehr von lassen. War das bei dir auch so oder gab es da immer noch mal so einen Plan B? Kann man schon so sagen, ja. Also es hat sich halt stufenweise, wie du schon sagst, hat es sich ergeben. Also am Anfang, so die ersten 2, 3 Jahre, da findet man es toll und versucht es eben so gut zu machen, wie man kann. 10, 11, 12, 13. Voraussetzung war immer von den Eltern, wenn es in der Schule passt, dann kannst du so viel Synchron machen, wie du willst. Und das ging auch eigentlich immer ganz gut. Irgendwann kam ich dann zu einem Casting, da muss ich gewesen sein, 12, 13, zum Casting von diesem berühmt-berüchtigten Bud Bundy von der schrecklich netten Familie. Ja. Habe dieses Casting bekommen und da hat sich für mich, glaube ich, oder weiß ich eigentlich ziemlich genau im Nachhinein, ziemlich viel getan. Erstens war diese Serie durch Zufall auch noch ein Riesenhit, aber das war gar nicht so relevant. Relevant waren die beiden Menschen, die da mitgewirkt haben.
Das war zum einen der Erik Schumann, Gott hab ihn selig, in der Regie, ein großartiger Schauspieler und Regisseur, hat wahnsinnig viele Tatorts früher gespielt und dann auch irgendwann sehr viel Synchronregie gemacht und gesprochen. Das war der eine Mensch in meinem Leben sehr früh, der da ziemlich viel in die Wege geleitet hat. Und der andere war der Rüdiger Bahr, der den El Bandi gesprochen hat. Diese beiden Männer waren für mich ausschlaggebend. Die haben so ein bisschen den Berufspapa für mich gegeben und haben mir jetzt eigentlich in allen Situationen relativ früh geholfen, mir unter die Arme gegriffen, wenn ich Fragen hatte, welche Richtung, wo soll es hingehen. Die Serie ging ja relativ lang, also fast 10 Jahre, haben diese beiden mich da begleitet. Und da kamen natürlich dann auch mit 15, 16, 17, 18 zum Abitur hin die Fragen, oh, was mache ich denn jetzt? Also meiner Mama kann ich das nur schwer beibringen, dass ich jetzt Schauspieler werden will. Uiuiui, das könnte schwierig werden. Und die beiden haben da einfach ein paar gute Tipps und Tricks auf Lager gehabt und mir gesagt, also wenn du was machen willst, dann erstmal Hörner abstoßen, geh erstmal irgendwo ins Ausland und lern mal eine andere Kultur kennen, um dich selber auch ein bisschen von außen zu sehen. Und das habe ich dann alles gemacht und kam dann zurück und dann war eigentlich relativ schnell klar, nee, Abitur und Schule und Studieren ist jetzt nicht meins. Nee, ich gehe jetzt da voll geradewegs hinein. Du hast ja im Prinzip auch, dadurch, dass du das so viele Jahre auch schon gelernt hast, dadurch auch so eine richtige Grundausbildung als Kind quasi oder als Heranwachsender dadurch ja auch schon genossen und sehr viel gelernt wahrscheinlich auch in der Zeit, ne? Genau. Und das war eben, glaube ich, das ausschlaggebend für alles. Dadurch, dass früher eben auch noch technisch ein bisschen anders aufgenommen wurde, meistens eben zwei, drei Leute am Mikrofon standen, nicht so wie heute alle einzeln aufgenommen wurden, habe ich eben das Glück gehabt, als relativ kleiner Jungspund damals immer noch auf dem Podest gestanden, sonst wäre ich zum Mikrofon nicht hochgekommen, neben solchen Leuten eben zu stehen, Rüdiger Bahr, Erik Schumann und Christian Tramitz und Rick Avanian und wie sie alle heißen. Und von solchen Leuten kannst du alles, was die machen, aufsaugen. Die haben damals schon 30, 40 Jahre Karriere Richtig. locker auf dem Buckel gehabt. Und da hatte man einfach gestandene Schauspieler und Künstler am Werk, wo man sich einfach alles abschauen konnte. Hast eben schon richtig gesagt, die Arbeit hat sich im Laufe der Jahre sehr viel geändert. Inzwischen wird in Takes aufgenommen und soweit ich weiß auch in Takes bezahlt. Genau. Leidet darunter die Qualität, wenn der Sprecher nicht unbedingt den ganzen Zusammenhang der einzelnen Folgen, die er gerade synchronisieren muss, kennen kann, weil er nur einzelne Sätze aufnimmt? Oder ist das inzwischen sogar vielleicht sogar besser, weil man schneller auf den Punkt alles formulieren kann, so wie es vorgegeben ist? Ach, besser oder nicht, das ist immer die Sicht desjenigen, der diese Frage stellt. Also qualitativ besser auf gar keinen Fall. Es ist effektiver, es ist wirtschaftlich effektiver, das auf jeden Fall. Und das ist das, was auch den meisten Firmen daran am meisten gefällt. Die absolute Wirtschaftlichkeit steht da im Vordergrund. Deswegen hat sich auch diese Art der Arbeit so durchgesetzt mit diesen Takes. Qualitativ sind wir auf einer ganz anderen Schiene. Also einen Film vorher zu sehen, zu wissen, worum es geht, die Zusammenhänge zu wissen, vielleicht mit dem einen oder anderen Kollegen, mit dem man viel in dem Film zu tun hat, auch zusammen am Mikrofon zu stehen, hat eine ganz andere Dynamik. Und das Werk und die Qualität wird immer, immer viel, viel besser sein. Da kann erzählen, wer will, was er will. Diese Nuancen, wie es so gerne heißt, das sind keine Nuancen, das sind gewaltige Berge an Unterschied. Ich sehe es immer wieder, ich habe jetzt wieder eine Serie gemacht, da bin ich für eine Kollegin noch eingesprungen. Bei Killjoys darf ich wieder meinen Aaron Ashmore geben, diesen sehr lustigen Kollegen da aus Warehouse 13 zum Beispiel. Hat diese Science-Fiction-Serie, das ist jetzt die zweite oder dritte Staffel, die wir jetzt gemacht haben. Und
Da habe ich zuerst eigentlich nur gesprochen, also als Sprecher unterwegs gewesen. Jetzt habe ich dann auch die Regie und die Bücher übernommen für die letzten beiden Folgen dieser Staffel. Und zuerst, als ich nur gesprochen habe, deswegen kenne ich diese Referenz jetzt ganz gut, sind wir gut und schnell unterwegs gewesen. Aber als ich jetzt die Rolle gesprochen habe, wo ich die Folge gesehen habe, wo ich die Bücher geschrieben habe, habe ich ein ganz anderes Verständnis. Ich muss nicht rumblättern, ich muss nicht überlegen, wer betont etwas in die und die Richtung. Ich weiß genau, was passiert und kann, ich würde mal sagen, bis zu 20 bis 40% Minimum schneller arbeiten als vorher, ohne die Qualität zu verlieren, weil ich genau weiß, worum es geht. Würdest du auch sagen, wenn du jetzt so einen Film anschaust und das so in der Umbruchzeit synchronisiert wurde, dass du erkennst, ob das im Panel, also zusammen, aufgenommen wurde oder geixt wurde? Würdest du das raushören können? Ob geixt wurde oder Ja. nicht, das ist schwierig. Aber ich kann dir ziemlich genau sagen, da sind wir alle, glaube ich, ein bisschen versaut, wenn man das so sagen kann, dass man schon weiß, von wem es ist. Also ich traue mir bei einem ganzen Film oder einer Serie, wenn ich es nicht vorher weiß, schon an der Art und Weise, wie synchronisiert wurde, zu sagen, A, wo ist es aufgenommen worden, Berlin oder München oder Köln? B, liege ich meistens ganz richtig, wenn es darum geht, wer hat es aufgenommen, Buch und Regie. Und die Sprecher höre ich natürlich sowieso raus, das ist eh klar, aber das ist jetzt kein großes Meisterwerk. Aber Qualitätsunterschiede, ja, gibt es meilenweite und wir müssen leider alle oder die meisten von uns diverse Qualitätsabstriche machen. Das hat nun mal jetzt mit dieser Wirtschaftlichkeit zu tun. Ich stehe auf der Position, dass ich auch vieles absage, weil es bei der falschen Firma landet, wo ich dann sage, nee, da ist mir die Qualitätsvorgabe schon zu gering, als dass ich das Werk überhaupt noch in irgendeine Richtung schieben kann, die es haben soll. Gleiches gilt natürlich auch für die Kunden. Es gibt viele Kunden, die das nicht mehr als relevant sehen, so wie, ich weiß nicht mehr, war es von Sat.1 oder RTL mal. Während dieser großen Streikzeit der Amerikaner, wann war das? 2008, 2009, Ja, kannst du so dich daran um den erinnern? Dreh, ja. Wo die so groß gestreikt haben, kam dann die Frage in dem Interview, was denn die deutschen Sender jetzt machen werden. Dr. Sommer hieß er, glaube ich. Wenn da die Amerikaner streiken, dann kommt ja kein Material. Da sagte er ganz bland und einfach, naja, das ist für uns jetzt nicht so relevant. Wir werden einfach 6 Monate oder 8 Monate, je nachdem, wie lange sie halt streiken, alles wiederholen. Da sind die Kunden relativ oder die Zuschauer relativ schmerzfrei. Und das ist schon eine Ansage, muss ich sagen, so respektlos mit den Zuschauern und den Fans umzugehen, ist einfach eine Schiene, die ich nicht unterstützen möchte. Ich hatte vor ein paar Wochen in Hamburg Charles Rettinghaus im Interview getroffen und der hatte Großer Kollege. ja auch ganz, ganz, ganz toll, auch wie er so erzählt, weil der auch ja auch kein Blatt vor den Mund nimmt, aber ist ja auch nicht muss. Vor allem hat er aber auch, was so die Kollegenwertschätzung untereinander angeht, einen ganz wichtigen Teil gesagt. Er hat gesagt, er würde niemals von einem Kollegen eine Rolle übernehmen, wenn das nicht von dem auch so gewollt ist. Also wenn jetzt jemand einen Stammsprecher hat und dann das Studio oder wer auch immer den ablehnt, was ja durchaus dann irgendwann mal plötzlich passiert, aus welchen Gründen auch immer. Ist das bei dir auch so? Gibt es da so gegenseitig so ein Agreement? Ja, definitiv. Das sind nur leider viel zu wenige, die das machen. Charles ist da eine von den wenigen großen, großen Ausnahmen. Wie gesagt, der, wie du schon sagtest, der nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Und da gibt's halt nicht so viele davon. Also kann man auch auf der einen Seite kann ich's nachvollziehen. Es gibt viele, die auch das Standing nicht haben. Wie jetzt zum Beispiel Charles, dass sie einfach sich das auch nicht leisten können. Viele wollen es auch gar nicht. Die sind Schauspieler eben, weil sie eben nicht diesen ganzen bürokratischen, politischen Wahnsinn gehen wollen, sonst wären sie Beamte geworden. Dann wiederum anderen ist es völlig egal. Aber auch für mich ist das die absolute Prämisse. Ich werde niemals in ein Studio gehen und einen Kollegen sprechen, wo ich weiß, das ist eigentlich ein anderer und aus irgendwelchen Gründen soll ich jetzt da Casting drauf sprechen. Das ist mir in den letzten 10 Jahren, ich würde mal sagen, von den
10 Festherren, ganz fest hat man sie ja nie, die ich hatte, habe ich jetzt noch einen. Oha, ja. Und das ist schon einiges und ich würde mir da auch von vielen Kollegen wünschen, dass sie, wenn sie zu so einem Casting hatschen, wissen sie dann doch meistens, wer das dann eigentlich war. Und dann müssen sie ja noch nicht einmal danach fragen, wieso, weshalb, warum. Aber wie Charles eben schon sagt, dann eben anrufen. Bei dem Kollegen anrufen und fragen, du, hast du keine Zeit, wie sieht's bei dir aus, bist du krank, machst du Urlaub? Ich habe den jetzt gerade gesprochen, aber fühle ich mich jetzt nicht so wohl dabei. Habe ich in den letzten 10 Jahren noch nie erlebt, dass mich einer angerufen hätte. Dann hatte ich vor ein paar Wochen auch die Ehre, Tommy Pieper zu treffen. Das ist natürlich für uns Kinder der 80er und 90er eine Legende, eben wegen Alf. Und er hat auch mal eine Ausnahme gemacht und mit uns ein bisschen ausführlicher über Alf gesprochen. Aber was mir so in Erinnerung geblieben ist, dass er sich jetzt auch, wenn er irgendwo hingeht, zu ja, Synchronfirmen, dass er sich da zum Teil neu vorstellen muss, dass die ihn fragen, was haben sie denn gemacht? Und gar nicht, nur vielleicht sind sie zu jung, um das zu wissen, aber sich auch gar nicht so darauf vorbereiten, was natürlich ein Zeichen von Wertschätzung ist, wenn man, oder Wertschätzungsunterlassung, wenn man so jemanden quasi so behandelt, als wäre er irgendjemand und er muss sich jetzt erstmal da wieder neu beweisen. Was meinst du, woran liegt das? Ist eine gute Frage, gutes Thema. Mit Tommy bin ich auch groß geworden. Der hat mich netterweise immer mal wieder von Studio zu Studio gefahren, wenn wir gleiche Studiozeiten hatten. Mit dem habe ich sehr viel Zeit verbracht in seinem tollen Pickup damals. liegt sicherlich an der neuen Generation, die, wie du schon sagst, eben sich nicht vorbereiten, auch oft die Zeit gar nicht haben, sich vorzubereiten. Viele in unserem Business, genauso wie in den generellen Medien, die werden für einen Job reingeholt und während sie dort sind und sich versuchen hochzuarbeiten, besteht ein Teil der Aufgaben, sich dort hochzuarbeiten, auch daraus mehrere Jobs mitzumachen. Und das produziert eines der Hauptprobleme, die du gerade angesprochen hast. Viele machen einen Job mit, der überhaupt nicht in ihrem Repertoire ist. Das heißt, bei, ja, weiß nicht, Beispiel Sat1, Pro7, RTL, völlig egal wer, ist nicht unbedingt ein Redakteur, der für unsere Texte zum Beispiel zuständig wäre, so wie die Alteingesessenen, Alteingesessenen ist auch immer übertrieben, ja, die sind ja alle nicht alt, aber ein Bernd Legert, das ist einfach eine Urgewalt an Redakteur, ja, der weiß genau, was er tut, der weiß, was er macht, der weiß, was er textet, der hat das gelernt. Bei Pro7 sitzen jetzt 15 Praktikanten, die Redaktionsgeschichte mitmachen sollen. Und da ist natürlich dann für uns das Problem, ja gut, es ist der Kunde, aber da kommen Textvorschläge rein, wo einer sagt, also dieses Adjektiv, das mag ich nicht, so können wir nicht was anderes nehmen. Was soll ich dazu sagen? Ich bin nicht dazu da, um den Redaktion, einen Film oder eine Serie schön zu machen, sondern den Zuschauer. Und es ist keine subjektive Entscheidung, was mag der Kunde für Wörter und was mag er nicht. Das ist mir scheißegal, was der Kunde da möchte. Er hat so objektiv und so gut es möglich ist, dieses Original zu übersetzen und ins Deutsche zu übertragen. Und das ist unsere Aufgabe, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Jetzt ist Synchron immer subjektiv und der eine findet das schöner und der andere das. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich kann nicht auf die einzelnen Befindlichkeiten von jemandem eingehen, der den Job noch nicht mal gelernt hat, weil er den nur mitmacht. Und das haben wir immer wieder. Und da kommen solche Sachen dann her bei Tommy Pieper, wo dann einfach die jüngeren Generationen ihn nicht kennen. Sie kennen Alf nicht, dann wurde viel mit Downloads, das ist ja die auch die neue Generation, legal, illegal, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber viele kennen Alf gar nicht mehr. Eine, zwei Generationen hinter uns jetzt, weil diese Generation des CD-Kaufens, des Hörspielkaufens auf Kassette, mitfiebern mit 3 Fragezeichen, Bibi Blocksberg, wie sie alle heißen, das findet nicht mehr so statt. Und da hört man dann nicht mehr eine Kassette oder eine CD 100 Mal, bis es die nächste wirklich gibt, überhaupt auf dem Markt. Ja. Man hat nicht mehr diesen
diesen Drang, wie toll eine CD ist, wenn man sie nicht mehr in der Hand hat und man hört eine CD, also ein komplettes Album, nicht mehr 100 Mal runter, sondern nur ein Lied, das man sich runterlädt und das findet man toll, alles andere ist Käse. Das hat was auch mit dieser Wertschätzung zu tun. Und das geht, glaube ich, verloren. Und da ist Tommy Pieper bestimmt mit drin gewesen, dass einfach viele Generationen jetzt gar nicht mehr wissen, oh, so, Alf, weiß ich nicht, was war das? Und dann Tommy Pieper, na, habe ich schon mal irgendwo gehört, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ganz schwierig. Und noch ein zusätzliches Problem, dass halt viele von diesen Synchronfirmen, Angestellten, Kunden, sonstigen Leuten auch ein absolutes Missverständnis herrscht oder eine Abwesenheit des Cineastentums. Also das sind alles keine Cineasten mehr, so eingefleischte Film- und Seriengucker. Ich muss noch nicht mal Alf geguckt haben, um zu wissen, dass Tommy Pieper eine der besten Stimmen auf Nick Nolte war. Und wer Nick Nolte nicht kennt, da weiß ich dann sowieso nicht mehr zu helfen. Bei der eine der größten Filme oder einige der größten Filme gemacht hat, der 80er und 90er Jahre, der war wegweisend, dieser Schauspieler. Und den hat er gesprochen. Und selbst davon kennen ihn die Leute nicht. Da kann ich dir nur sagen, cineastisch setzen sechs. Ja, vor allen Dingen, wenn man in der Branche arbeitet, ne, dann irritiert das natürlich Ja. den Protagonisten doch etwas, Völlig wenn richtig. sowas dann passiert. Ich habe in deiner Vita so ein paar Sachen mir angestrichen. Da ist der South Park-Film drin von Ja. 1999, wo ich mich immer frage, wieso war das nicht Benny Weber, der den Stan gesprochen hat? Liegt das an dem Studio oder an Möglichkeiten oder an Fahrtkostenerstattungen, die dann fehlen, weil das plötzlich woanders aufgenommen wird? Wie kam das da zum Beispiel Nee, nee. zustande? Das war eine ganz, ganz einfache Schicksalsnummer. Benny Weber hatte eine Kehlkopfentzündung und er konnte nicht. Ah, okay. Und er war krank. Und ich hätte dem Beni niemals seine Rolle weggesprochen. Erstmal mache ich das nicht. Zweitens habe ich den Beni in die Branche reingebracht. Wir kennen uns seit was ist jetzt auch schon 25 Jahre. Oh Und ja. das war eben ein Problem. Dann war das nächste Problem, dass er auch viel gedreht hatte damals. Und es ging zeitlich einfach nicht. Und die Firma, die das gemacht hat, war ja nach wie vor immer die gleiche. Es war die FFS. Und die mussten aber den Film fertig kriegen. Und es ging eben nicht. Und dann haben sie eben über eine adäquate Besetzung nachgedacht. Und das war auch alles abgesprochen mit Benny. Und dann war das auch in Ordnung. Und danach hat er ihn ja wieder gesprochen. Ja, durchgehend Also bis er heute. spricht ihn ja, glaube ich, heute Ja, noch. Ja, richtig. also das war jetzt nie so eine Grundsatzumbesetzung, die irgendwie so dahergelaufen kam. Das hatte schon alles Hand und Ah, okay. Fuß. Ich dachte, dass vielleicht manchmal bei Kinofilmen dann plötzlich andere Studios oder andere Firmen dann da das Zepter in der Hand haben und dann plötzlich. Genau, das passiert auch manchmal, gerade in Berlin. Da sind dann die Münchner immer so ein bisschen angecast, wenn sie irgendwen berühmt gesprochen haben, wenn man es so sagen kann, in einer Serie und dadurch berühmt wurde. Hat mich auch schon oft getroffen, sowas. Und dann landet halt dann der Kinofilm in Berlin mit, ich, ein gutes Beispiel, Ashton Kutcher, wurde ewig lang in den wilden 70er von Mark Oliver Schulze überragend gesprochen und ich finde, der passt dann nach wie vor toll drauf und kaum wurde der groß und hat da die Action-Star-Filme gemacht, waren die natürlich in Berlin und dann war er ganz schnell wieder umbesetzt und das läuft, lief damals noch krasser, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber Hochburg der Kinofilme ist nun mal Berlin und da sitzen eben andere Leute am Start, die wo viele denken, sie können es viel, viel besser, viel, viel besser. Ganz interessant ist natürlich auch Game of Thrones, Ja. weil diese Serie so eine Magie auslöst auf alle Leute, die ich kenne, und so eine starke Magie, dass, wenn es eine neue Folge gibt, man sich die montags morgens im Internet auf Englisch anguckt oder möglichst schnell dann, sobald es sie irgendwie übersetzt gibt, dass die Leute das ganz, ganz schnell ziehen. Ist das so, dass auch die Übersetzung für so eine wichtige Serie, die so auch so erfolgreich ist, dass die auch ganz, ganz schnell passiert, quasi über Nacht? Wie schnell ist da der Zeitraum zwischen Einlieferung der Folge in Deutschland, Übersetzung, Synchronisation und Veröffentlichung? Das muss doch auch sehr, sehr schnell gehen, oder? Ja, und das ist eines der Hauptprobleme bei diesen
unterm Strich super, super wichtigen Blockbuster-Serien. Ja. Die werden dann auch noch unter diesem Scheffel der absoluten Supergeheimhaltung, so lange wie es geht, eben nicht rausgegeben von den Amerikanern. In dem Fall sind es eben die Amerikaner. Und der Zeitraum, in dem wir uns da bewegen, reden wir von einer Folge von maximal 2 Wochen. Oh ja. Und das ist schon sehr, sehr sportlich. Ich kenne zwar in Berlin eine Produktion, Walking Dead, wo es auch in einer Woche geht. Aber das sind so Extremsituationen, wo ich sage, nee, das ist nicht meine Welt. Ja, ist das dann mangelndes Vertrauen? Ist das so weltweit dann so wichtig, dass da keine Storyline durch irgendeinen Praktikanten in Berlin-Kreuzberg oder wo auch immer durchrutscht? Ist das da so krass oder was soll das? Sicherlich das auch. Für mich ist es immer in erster Linie allerdings eine Respektlosigkeit beziehungsweise eine Wurstigkeit und eine Unwichtigkeitsgeschichte. Den Amerikanern ist in der Sekunde, wo irgendwas außerhalb ihres Landes passiert, auch wenn sie schöne Lizenzen weltweit kassieren, denen ist die Synchronisation völlig egal. Das interessiert die überhaupt nicht. Und dadurch interessiert sie auch nicht, was für Arbeitsbedingungen sie dadurch schaffen in anderen Ländern. Den Franzosen geht es ja ähnlich und den Spaniern auch, mit dieser späten Herausgabe. Und hochgehalten wird immer dieser Scheffel mit dieser Sicherheitsgefährdung, wo ich in der heutigen Zeit nur sagen kann, alle Kiddies, alle Jugendlichen und alle, die sich im Internet ein bisschen auskennen, würden das Material, das wir da zum Arbeiten bekommen, um die Synchronisation zu erschaffen, würden das mit dem Popo nicht anschauen, weil die Qualität so katastrophal schlecht ist. Aha, Ähm, ja. die Leute heutzutage sind so dermaßen verwöhnt, dass sie sich das lieber dann illegal irgendwo anders herziehen, online, um eine anständige Qualität zu bekommen. Und Fakt ist ja auch der, ich finde es immer sehr lustig, dass die Amerikaner die Synchronisation so als Sicherheitsmerkmal vorschieben, dass das der Grund wäre. Es ist so gefährlich, das da rauszugeben. Es ist in der, soweit ich weiß, in der Synchrongeschichte genau ein einziges Mal vorgekommen. Und da hatte es ganz andere Gründe, dass es ein Material abhanden gekommen ist. Das ist noch nie passiert im Synchron, wie gesagt, bis auf dieses eine Mal. Aber die Amerikaner bauen im Konglomerat, um Geld zu sparen, mit vielen amerikanischen Firmen zusammen ein riesengroßes Blu-ray-DVD-Druckerwerk in San Diego, wo 5000 illegale Mexikaner beschäftigt sind. Da frage ich mich dann nicht, ob dann da vielleicht doch eher da ein paar Blu-rays dann verschwinden. Die Frage wird sich nicht gestellt. Nee, also die Synchronfirmen, die müssen ganz, ganz sicherheitsmäßig besetzt werden, weil da ist die Gefahr groß, dass da was wegkommt. Und dann hast du noch gesagt, die Qualität dessen, was ihr da bekommt zum Arbeiten, ist auch nicht so gut. Das heißt, das alles, worauf die Synchronarbeit basiert, ist nicht das HD-Material. Damit wird nicht am Anfang direkt gearbeitet. Nein, überhaupt nicht. Aha. Überhaupt nicht. Also wir haben nicht nur in den meisten Fällen kein HD-Bild oder kein ungerendertes HD-Bild. Wir haben meistens ein Schwarz-Weiß-Bild. Wir haben ein Bild mit einem riesengroßen Timecode vorne drauf. Aha. Aus Sicherheitsgründen haben wir auch gerne ein riesengroßes, wie sagt man, Wasserlogo. Wie sagt man da nochmal? Wasserzeichen heißt das, So ein glaube ich. Sicherheitslogo, so ein Wasserzeichen, genau, danke, das Wasserzeichen drauf, dann nochmal das Firmenlogo mitten in der Mitte oder seitlich, und dann gerne auch nochmal so einen roten Querstrich, der alle 20 Sekunden durchs Bild hüpft, Okay. um eben für Sicherheit zu sorgen. Okay, Und da das. kannst du dir vorstellen, was wie schwierig das uns macht, Münder oder sonstiges zu treffen, um da wirklich eine anständige Synchro zu machen. Adventskalender-Synchron, sagt dir was? Ja, klar. Ja. Aber dass das so krass ist, habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Also, das ist dann hoffentlich auch die Ausnahme bei so mega, mega gehypten Serien, hoffe ich mal. Oder hast du das schon öfter erlebt in dieser Art?
Ja, also in der Sekunde, wo ein Film auch nur die Richtung Blockbuster bekommt, ist das meistens so. Und auch bei Serien, wo am Anfang eben, weil noch nicht klar ist, was das für ein Riesending wird, die ersten zwei Staffeln hat man ein schönes Bild, ein tolles Bild und noch viel Zeit zu synchronisieren. Und je wichtiger das Ding wird, desto kürzer und schlechter wird die Qualität. Ja, Wahnsinn. Kürzer die Zeit und schlechter die Qualität. Das zeigt in der Tat, dass die Wertschätzung dafür überhaupt nicht gegeben ist, wie das international. Das leidet ja tatsächlich, leidet die ganze Qualität der Serie dann darunter. Krasse, krasse Entwicklung. Also das habe ich tatsächlich auch so nicht gewusst, muss ich sagen. Und das ist auch das, was einfach so schade dran ist, weil natürlich viele Fans dann, wenn man dann im Gespräch mal miteinander ist, das heißt ja nicht, dass alles schlecht ist, was mit der Branche zu tun hat, aber es gehen schon Tendenzen an und fangen an, sich festzubeißen, die einfach qualitativ nicht schön sind. Und viele Fans glauben dann immer, die Sprecher geben sich keine Mühe mehr oder die Regisseure oder die Texter oder so. Was aber in den meisten Fällen überhaupt nicht der Fall ist. Die meisten sind wahnsinnig bemüht und wollen und tun und machen. Aber die Rahmenbedingungen, und das geht eben ganz oben bei den Amerikanern los, wird halt so zugeschnürt, dass du überhaupt gar keine Chance mehr hast, da irgendwie zeitnah was Gutes zu machen. Wir haben jetzt eine tolle Serie gemacht für TNT, Will, also eine Zehnteiler-Serie über das Leben von William Shakespeare, wie er sich in London in seiner Jugendzeit eben als Autor nach vorne bringen möchte, in dem Theater, in dem er dann auch Fuß fassen kann. Und da kannst du dir vorstellen, dass wir da, was wir da an Texten, und wir hatten eine hervorragende Autorin, die das alles recherchiert hat, und Witz und Essenz an diesem Ding ist, dass er quasi in seinem Leben, während er da diese ganzen Sachen erlebt in dieser Stadt, fängt er überall Satzfragmente auf, wo er später dann seine Werke draus macht. Also von Romeo und Julia bis Sommernachtstraum, alles ist da irgendwo verwurstelt. Da ist ein Fischhändler, der irgendwas schreit. Das schreibt er sich dann sofort in sein Buch auf, das er immer dabei hat und schreibt da immer kräftig mit. Und im Originalskript in der Conti ist aber nirgendwo ein Verweis. Achtung, der Fischhändler sagt jetzt einen Satz aus dem und dem. Das muss man alles selber wissen und oder selber recherchieren. Jetzt hat aber die Autorin nur 5 oder 6 Tage Zeit für so ein Buch. Wahnsinn. Jetzt haben wir 10.000 Seiten Shakespeare in Deutsch und 10.000 Seiten Shakespeare in Englisch gehabt. Da muss ich jede Seite durchsuchen, um diese Sätze zu finden, wenn ich jetzt nicht Shakespeare studiert habe. Und das sind die Rahmenbedingungen, die es wirklich sehr schwer machen, auch bei so einem tollen, tollen Werk, da wirklich adäquate, hochprofessionelle Arbeit abzugeben, wie man es gerne möchte. Ja, und dann ist es natürlich tatsächlich ärgerlich, wenn dann von Unwissenden negatives Feedback kommt. Wie oft passiert das? Also, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du gehst auch auf Conventions oder redest gern mit Fans, mit deinen Synchronanhängern, die deine Stimme kennen. Wie wichtig ist das für dich und wie viel Aufklärungsarbeit musst du da jedes Mal auch teilweise leisten, wenn du merkst, naja, die Kritik, da kann ich jetzt aber nichts für. Kommt sowas vor? Ja, kommt immer wieder vor, habe ich aber überhaupt kein Problem damit, weil ich die Kritik einfach in den meisten Fällen dahin leiten muss, wo sie hingehört. Und gerade in den Werken, in denen ich dabei bin, ich nehme nur Sachen an, wo ich weiß, ich habe die Zeit. Und ich habe die Muße und ich habe die Geduld und ich habe die Möglichkeiten, da was Schönes draus zu machen. Von daher ist es mir jetzt noch nie passiert, dass jemand auf mich zukommt und sagt, was hast denn da für einen Scheiß geschrieben oder was hast denn da für komische Rolle gesprochen. Da geht es meistens um andere Sachen, die dann natürlich auf mich gerichtet sind, aber ich dann ganz klar sagen kann, meine lieben Freunde, so leid es mir tut, aber das lag da und da und da dran und nicht an unserer künstlerischen Arbeit. Das gebe ich gerne weiter und da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Ich nenne auch gerne dann die Sache beim Namen oder wer dann dafür verantwortlich war. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Das, was ich mache, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wenn es mal im Nachhinein dann wirklich Knatsch gab,
wegen Bezahlung oder wegen einer Umbesetzung oder wegen Stress mit Materiallieferungen oder sonstiges, wo ich dann wirklich sage, so meine lieben Freunde, und jetzt mache ich das genauso das, wie ihr das wollt. Ihr wollt nicht auf das hören, was ich sage, dann nehme ich das so auf. Aber das sind dann die Rahmenbedingungen, die der Kunde vorgibt. Und dann sage ich da, okay, dann soll es eben so sein. Ich finde es nicht schön, aber wir machen es so. Aber ich habe noch nie was abgegeben, in egal welcher Form, als Sprecher, als Autor, als Werbesprecher, wo ich nicht zu 100% meinen Namen drunter setzen würde, ist mir noch nicht vorgekommen. Auch ein gutes Privileg und ein Zeichen der Qualität deiner Arbeit, die du im Laufe der Jahre dann dir so aufgebaut hast. Ich habe gelesen, du bist auch noch die Stimme von ProSieben und Sat1. Ja, das war ich. Das warst du. 2,5 Jahre oder Ach zwei so, da Jahre, steht nämlich bei genau. Wikipedia steht immer noch seit. Dann werden wir das gleich mal ändern müssen. Ja, das müsste man ändern, genau. Nee, das war 2009, 2010. War ich da Station Voice, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile bin ich bei Disney da als Station Voice. Und ja, auch dort bei ProSiebenSat.1. War eine schöne Zeit, war toll, war schön. Aber die haben dann eben auch angefangen, so ein bisschen aufs Geld zu gucken und da mal einzusparen und hier. Und da hat man sich dann halt leider nicht die Mühe gemacht, sich mal hinzusetzen und sagen, hey, lasst uns doch mal das wieder so und so machen. Und man kann ja auch schöne Geschichten daraus machen. Da wurde ich dann abgesägt, so von einem Tag auf den nächsten. Und für mich war das dann okay, weil ich habe, wie gesagt, in der Sekunde, wo ich nicht mehr meinen Namen drunter schreiben kann oder möchte, bin ich dann auch gerne raus aus der Nummer. Ist für mich überhaupt kein Thema. Aber man sieht, alles, was nach mir kam, klingt entweder nur noch nachgemacht, oder einfach leider ein bisschen billiger, als es sein muss, weil ProSieben stand früher schon für noch ein bisschen besseres Fernsehen Das war mal der und das ist Spielfilmsender leider früher, ne? Früher war es nicht so. mehr so. Ja, ganz genau so ist es. Davon sind sie weit entfernt mit Big Bang Theory 24 Stunden lang. Ganz genau. Ja. Ich hatte, wie gesagt, ich habe dein Kommen hier bei uns ans Telefon auch bei Facebook angekündigt. Ich habe so ein paar Fragen mal rausgeschrieben. Ein bisschen was hat sich aus dem Gespräch jetzt auch schon ergeben, aber ich lese dir mal ein paar Fragen gerne noch vor, wenn du magst. Jawohl, Weil gerne, die gerne. das genau die Menschen sind, die das jetzt auch gerade hören, auf jeden Fall. Erstmal eine ganz witzige, vielleicht für dich naive Frage. Jerome Hanf hat geschrieben, wie ist es, durch die eigene Stimme seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und darf man als bekannter Synchronsprecher auch auf Konzerten brüllen oder auch rauchen? Ja, das könnte jetzt meine Frau gut beantworten, die nach vielen Diskussionen dann irgendwann ein bisschen so die Flinte ins Korn geworfen hat. Ja, ich rauche auch immer noch. Also das dazu. Weiß nicht, ob es bei den Männern nicht ganz so schlimm ist als bei den Frauen. Hat bei mir einfach, glaube ich, ein bisschen was aus der eigenen Naivität zu tun, dass ich mir gedacht habe, meine Stimme ist jetzt nicht ganz so tief und rauchig, wie ich sie gerne hätte. Also tut man dann mal ein bisschen rauchen und dann wird es besser. Das war, glaube ich, früher so ein bisschen das Ding, so mit 19, 20. Aber ist natürlich totaler Quatsch. Also sollte man auf gar keinen Fall machen. Stimme ändert sich dadurch auch nicht wirklich groß. Die tiefe, bassige Stimme hat man entweder oder man hat sie nicht. Das ist die eine Frage. Ist es komisch, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten? Poh, nee, für mich nicht. Ich mache es einfach schon zu lange. Ich bin jetzt seit 30 Jahren dabei. Letztes Jahr habe ich mein 30-jähriges Bestehen gefeiert, wenn man das so sagen kann. Es ist, ich würde mal sagen, so die ersten 10 Jahre, wenn man sowas macht, ist komisch, wenn man sich hört. Da geht man irgendwo an einem Café vorbei und hört irgendeinen Radiospot. Man sitzt mit Freunden bei Champions League und will einfach nur Fußball gucken und da läuft dann so ein BMW-Spot. Das ist dann schon immer lustig oder peinlich, wenn man jetzt noch nicht so sicher daherkommt in der Zeit. Kurioserweise ist es aber dann so, auch bei meinen Freunden, wie man ja auch selber weiß, wenn man seinen Anrufbeantworter bespricht oder die Mailbox, klingt man immer ein bisschen anders. Und dadurch ist es auch bei mir so, in der Familie oder bei dicken Freunden, die ich habe, die erkennen einen gar nicht. Ah ja.
Und dadurch erübrigt sich auch dieses, oh, aha, oh, der Dominik, ah, das ist ja du, bist du das? Aber wann hast du denn gesprochen? Nee, kommt wirklich ganz selten vor. Von daher ist so eine gewisse gedeckte Anonymität ist da. Das ist manchmal schade. Manchmal ist es auch ganz gut so. Bei Game of Thrones, was wir schon angesprochen hatten, was ich auch sehr, sehr mag, obwohl ich jetzt nicht der große oder super große Fantasy-Freund war. Ich bin jetzt genauso ein Süchtler nach dem Game of Thrones und muss jetzt wie alle anderen auch 1,5 Jahre warten. Da würde ich mir mehr wünschen, dass mal wie auf so einer Sci-Fi-Messe dann einer herkommt und sagt, oh, ja, oder Fantasy, waren ja sehr viele von der Fantasy-Ecke da auf der Sci-Fi-Messe, sagen, oh ja, dich kenne ich doch von der Stimme, wer bist du denn? Kommt leider sehr, sehr selten vor. Ja. Aber davon leben zu können, ist schön, aber ich denke mal, es ist wie in jeder Branche auch, ob man jetzt Bäcker ist oder Handwerker, man ist, glaube ich, immer ein bisschen stolz auf das, was man gemacht hat, und wenn man dann vorbeifährt und man kann es irgendwie sehen, das ist sein Haus, das man irgendwie gebaut hat, auch wenn man nicht drin wohnt oder arbeitet, ist schön. Glaube ich. Wolfgang Böckmann hat geschrieben: Gefühlt hört man ihn zuletzt nicht mehr so oft. Das belegt auch die Synchronkartei. Ist das der Konkurrenz geschuldet oder anderer Projekte? Ja, zweiteres. Anderer Projekte, definitiv. Konkurrenz kann ich jetzt so nicht sagen. Ich habe mich schon ein bisschen rausgenommen aus dem Synchronsprechen. Ist auch so ein automatischer Werdegang, dadurch, dass ich ab 2005 relativ viel Bücher geschrieben habe und viel Regie gemacht habe und kein Freund davon war, eben aus Konkurrenzgründen heraus, während einer Regie auch noch irgendwie dann die Hauptrolle übernehmen zu müssen. Das finde ich einfach irgendwie doof. Das sollen dann die Kollegen machen. Ich mache eh schon zu viel. Ist es automatisch so, dass man dann weniger spricht? Man hat weniger Zeit, man muss öfter absagen bei den Aufnahmeleitern, wenn sie eine kleinere, mittlere, große Rolle anbieten. Sage ich, boah, tut mir leid, ich bin jetzt Montag bis Freitag, den ganzen Tag in der Regie. Ich kann nicht. Ja. Dadurch wurde es weniger. Und dann habe ich auch mehr Dokus gemacht und mehr Werbung und mehr Funkspots und sowas. Und dadurch ist das völlig richtig beobachtet, wurde weniger im Synchron. Jetzt mache ich wieder ein bisschen weniger Regie und Bücher und mache wieder ein bisschen mehr Synchron. Also es hält sich immer ein bisschen die Waage. Das eine hat mal mehr, mal weniger. Aber es ist keine Konkurrenz gewesen. Es war einfach nur was Neues und das Neue kennenlernen. Und da will man sich ja dann auch reinfuchsen und es gut machen in Buch und Regie, und das hat er einfach die meiste Zeit verschlungen. Karim Asan hat geschrieben: Ich würde gerne wissen, warum er aktuell nur noch so selten in Animes zu hören ist. Ich meine, was Inuyasha, das ist nun eine sehr, sehr bekannte Anime-Serie. Die Titelfigur, Anime-Fans sind ja nochmal wieder so eine Sparte für sich, die auch sehr leidenschaftlich dabei sind. Oh ja. Wie siehst du das? Würdest du das auch gerne wieder mehr machen oder warum nur noch sehr selten? Das ist, denke ich mal, einfach eine wirtschaftliche Komponente gewesen durch München und Berlin. Sind dann doch einige Sachen abgewandert nach Berlin. So viele Animes haben wir nicht in München. Also wir haben One Piece und noch so ein paar kleinere Geschichten momentan am Start. Sailor Moon Crystal war ich wieder Teil davon, als es in München war. Das liegt, glaube ich, daran. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich mache kein Anime mehr. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Würde ich genauso wieder machen. Sind nur einfach die Angebote und die Firmen in der Stadt, glaube ich, nicht mehr so vorhanden wie früher, um diese Angebote auch zu haben. Daran anschließend von Tobias Reiche: Wieso wurde damals die Serie Inuyasha nicht weiter fortgesetzt, obwohl er für die Synchronisation angefragt worden ist, laut seinem eigenen Beitrag bei Facebook? Genau, da wurde ich angefragt. Also es kamen ein paar Anfragen, was denn mit den letzten Folgen ist, was über die letzten Jahre immer wieder kam, die Frage. Und dann kam die Anfrage, ich glaube aus Hamburg war das, ob ich denn zur Verfügung stehen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, klar.
Zeitrahmen wäre irgendwie noch nicht klar, aber ob und so. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und habe das dann auch am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, weil ich mich selber natürlich gefreut habe und natürlich auch den Fans sagen wollte, es gibt jetzt endlich mal wieder ein Lebenszeichen, das kommuniziert. Und ja, ganz einfach, habe dann nie wieder was davon gehört. Wenn es dann irgendwie jemand anders gemacht hätte, hätte man ja trotzdem das dann mitbekommen, weil es dann ja endlich die letzten Folgen gegeben hätte. Also so war es dann auch nicht. Es hat sich wahrscheinlich einfach wieder in den Winden verschlagen und wurde wieder auf Eis gelegt. Dahingehend kann ich einfach die Fans nur so weit beruhigen, dass ich sage, sowas verschwindet nie. Wenn es irgendwo noch bei irgendeiner Serie, die auch nur im entferntesten erfolgreich war, offene Folgen gibt, wird es irgendwann einen finden, der dieses Ding synchronisiert. Und dann mag ich vielleicht nicht mehr dabei sein, weil es erst in 20 Jahren ist und dann bin ich dann doch irgendwann zu alt. Aber das Ding wird irgendwann deutsch. Das, da bin ich ganz, ganz sicher und fest der Meinung, dass das so sein wird. Toni Schmidt geht nochmal auf eine schrecklich nette Familie ein und fragt, wie kam es zum Sprecherwechsel bei Bat? Er hat ja ab Staffel 2 für Dirk Meier übernommen und daran anschließend noch gleich eine etwas längere Frage. Vielleicht kannst du das erstmal beantworten. Genau. Der Dirk hat dann damals angefangen, die Serie, und war aber trotzdem noch ein bisschen in diesem, oder wahrscheinlich ein bisschen größer, bei ALF beschäftigt während der Zeit. Und da gab es einige Überschneidungen und dann war auch das Team nicht so ganz happy, weil er anscheinend so ein bisschen vor dem Stimmbruch, nach dem Stimmbruch, das weiß ich nicht mehr genau, war. Und vom Alter hat es ja nicht ganz so gepasst. Und dieses freche, saloppe war ihnen so ein bisschen zu wenig. Und hatten dann eben nochmal danach gecastet. Und Dirk war eben damals auch schon, kenne ich auch schon seit 100 Jahren, super fähiger Sprecher, auch schon sehr beschäftigt. Da war ja die Mama oder ist die Mama ja auch Synchronkaterin und der hat immer schon früher, glaube ich, so weit vor mir viel zu tun gehabt. Und ja, hatte dann wieder viel mit Alf und Co. zu tun. Und ich wurde da auf der schrecklichen Familie nachgecastet und es war dann auch in Ordnung. Jetzt kommt die längere Frage. Übrigens, Dirk Meier hatten wir auch schon mal im Interview. Irgendwie viele deiner Kollegen. Also die Synchronsprecher-Interviews sind aber auch wirklich, wirklich immer sehr, sehr, ja. Da sind die Leute sehr, sehr interessant, sehr gespannt darauf, wie man diese Menschen jetzt mal anders hört, weil du jetzt ja auch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, jetzt einfach auch normal redest, jetzt nicht wie als Station Voice von Sat.1 so übertrieben wie im Genau. Werbespot, sondern einfach so ein bisschen erzählen kannst. Ja. Und weil man ja auch manchmal gar nicht Genau. weiß, wie das so hinter den Kulissen tatsächlich abläuft. Das ist, die Genau. Synchronsprecher-Interviews sind immer sehr, sehr interessant. Toni Schmidt hat dann noch geschrieben, wie waren damals denn die Aufnahmen für eine schrecklich nette Familie? Die Serie war teilweise recht hart, was die Gags betraf. Und jetzt die Frage, hat man sich da irgendwie Mühe gemacht, das für die Kinder im Studio, also für dich, zu entschärfen? Eine ganz, ganz geile Frage. Nein, nein. Da wurde nichts gemacht. Die Stellen, in denen ich dran war, gehören auch, glaube ich, nicht zu dieser Kategorie super hart. Aber damals war einfach auch noch nicht so dieses, oh, man muss überall politisch korrekt sein. Diese Serie war ganz klar so tituliert. Sie ging andere Wege. Sie wollte nicht politisch korrekt sein. Das war der Sinn der Serie. Und genauso wie bei South Park ist es dann völlig in Ordnung, in irgendwelche Richtungen abzuschweifen, wo eben genau diese Momente für den Zuschauer sind. Der hat das jetzt nicht gerade gesagt. Dieses Fremdschämen oder genau diese Schockzustände, mit denen hat die schrecklich nette Familie gearbeitet, mit denen hat sie den Markt erobert, mit denen hat sie wahnsinnig erfolgreich viele Folgen gemacht. Und das geht auch in der heutigen Zeit immer so ein bisschen verloren. Klar, in der heutigen Zeit, wenn Kinder im Studio sind, sollte man diverse Sachen nicht zeigen. Und wenn ich ein Kind, wie wir es bei unserer Familie, bei meinen Kids auch schon hatten, mit American Sniper, da irgendwelche Blutszenen im Bild sind, dann ist das Bild aus oder wird abgedeckt. Völlig klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber über Comedy,
Witze zu machen über Frauen, über irgendwelche Nazi-Geschichten. Das ist einfach der Sinn damals gewesen, in diese Richtung gehen und Schockmomente zu generieren. Und ich hatte nie das Gefühl, auch nicht als Kind, soweit ich zurückdenken kann, dass da irgendwas jetzt gesagt wurde, wo ich jetzt irgendwie total geschockt gewesen wäre als Kind und habe dann irgendwie ein ewiges psychologisches Problem mit mir nach Hause getragen. Okay. Es war noch eine andere Zeit, es war härter vielleicht, aber auch diese härteren Worte begründen sich ja auch in einer Kultur in irgendeiner Form und weckt die Leute wieder auf oder sollten die Leute aufwecken. Wir haben heute in Deutschland viel zu viele Schafe, die alles nachplappern und nicht selbst denken. Und da fehlt mir genau so eine Serie, fehlt mir da persönlich, wo ich einschalte und da werden genau die Sachen gesagt, die alle denken, aber sich keiner traut zu sagen. Interessant. Vielen, vielen Dank für diese offenen Worte hier. Also ich glaube, es war sehr, sehr gut, mal so einen Blick zu werfen, weil es ist tatsächlich bei Sprechern bei Interviews mit Synchronsprechern öfter so, dass man da auch mal so ein bisschen über die Arbeitsbedingungen oder über die Wertschätzung, also ich finde zum Beispiel unmöglich immer noch, dass die Synchronsprecher ganz selten noch im Abspann auftauchen, auch bei Kinofilmen, weil das ja nun schließlich auch gerade für das deutsche Kinopublikum maßgeblich war, dass die Sprecher daran beteiligt waren. Aber dass man mal so ein bisschen hört, wie es hinter den Kulissen ist und jedes Mal tauchen immer so kleine Fragmente auf. Trotzdem bist du mit viel Leidenschaft dabei, jetzt, wie du schon sagst, seit jetzt inzwischen ja dann 31 Jahren. Und das wird dann, denke ich, auch so weitergehen. Viel, viel Erfolg weiter. Viel, viel, vielen Dank auch für die ganzen Serien, die du uns gesprochen hast. Sehr gerne. Ich danke euch für die Minuten, die ihr mir geschenkt habt und fürs Zuhören und gerne wieder. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Einen ganz, ganz großen Dank an Dominik Auer für dieses ausführliche Telefoninterview. Genau für solche Gespräche habe ich den Sprechplaneten einst geschaffen und genau für solche Gespräche mache ich ihn auch weiter. Nächste Woche haben wir ebenfalls eine bekannte Stimme bei uns und zwar Angelika Bender. Wem der Name nicht sagt, der hat jetzt 7 Tage Zeit, danach zu googeln und in ihrer Vita irgendwas zu finden, wo man sagt, ach ja, die Stimme ist es. Eine große deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin, ganz viele Hörspiele hat sie auch gemacht. Ich denke, das wird auch ganz spannend, mit ihr mal zu sprechen. Das ist nächste Woche Samstag soweit. Bis dahin guten Rutsch in den Oktober. Es ist nicht zu vermeiden, die Zeit läuft und läuft. Und ja, Interviewvorschläge gerne mir schicken an info@sprechplanet.de. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.